mal, mein Schiff schwimmt aber schnell. Cäsar! Hallo. Guten Tag. Kann ich Cäsar haben, während du einkaufst? Nein! Da war ein Hund. Na, das konnte ich mir ja denken. Es ging mal wieder um einen Hund. Und was war dann? Nein? Wir haben uns etwas unterhalten. Und er hat gesagt, du kannst dir Zeit lassen mit dem nach Hause gehen. Ich fahre jetzt zur Großmutter. Kommst du mit? Nein, ich will Briefmarken sortieren. Und dann fliegen gehen. Na gut. Lillebrohr, auf dem Herd steht Essen für dich. Und was? Kuchs. Das arme Tier wäre zu bedauern. Das ist ja nicht wahr. Der Hund hätte es sehr gut bei mir. So. Ja gut, also bis dann. Dann. Hör mal, Kleiner. Du heißt also August. Und wie weiter? Ich heiße nicht August. Ich heiße August. Wer hätte das gedacht? Aber alle nennen mich nur August. Und wie heißt du? Man nennt mich August. Der weltbeste August. Und mit Recht. Sus. So, nun weißt du es. Sus. Na, Sass! Wo kennt ihr denn? Hau ab, hau ab, hau ab! Du übst immer das Gleiche. Tam, tram, tam. F***, Lillebrohr. Hau Rohr. Nicht jeden Tag kann man Carlsson vom Dach treffen. Carlsson vom Dach? Warum nennst du dich so? Weil ich der Carlsson vom Dach bin. Oder will das nicht in deinen dicken Kopf hinein, hä? Wenn du dich anständig benimmst, kannst du vielleicht mal mit mir aufs Dach fliegen. Und mein tolles Haus bewundern. Na nun dann. Au, mein Kopf tut weh. Es tut mir wirklich sehr leid. Dir tut es nur leid. Mir tut der Kopf weh. Jawohl. Los! Ich weiß nie, was ich mit einem Mädchen reden soll, Betty. Sass. So. Worauf geht der Pfarrer, wenn er in die Kirche geht? Auf den Tacker. Nein. Auf den Fuf. Nein. Auf seinen Füf. Ja. Also eine kleine Schlampe wollen doch alle Menschen mal haben. Ich will in meinem kleinen Bettchen liegen und so richtig schön doll. Und du musst sagen, dass ich schlucken muss. Außerdem gibst du mir 5 Öre. Schau gleich in der Sparbüchse nach. Man kann ja schon Eier auf meinem Kopf braten. Oh, ich bin der weltkrankeste Carlsson. Oh, wir müssen jetzt ganz, ganz schnell zu mir nach Hause. Damit ich mich in mein Bett legen kann. Wie sieht's aus? Es geht niemand ran. Nein. Na, nichts wie los. Los. Ich weiß. Wir spielen jetzt mal Indianer. Soll ich dich skalpieren, hä? Dann wollen wir mal. Wie öffnen wir am besten die Tür? Tja, wie wohl? Aha, der Drahtfrick. Hör zu, mein Freund. Wissen eigentlich dein Papa und deine Mama, dass du hier herumstreust und Trillerpfeifen stiehlst? Pfui, du bist sehr hässlich.